Hallöchen, liebe Freunde. Und ja, gerade bevor ich angefangen habe aufzunehmen, habe ich nochmal mit dem Ulfric gesprochen und er hat mir gesagt, dass er mich zum Tane ernennen will von Windhelm. Und dafür muss ich aber zwei Sachen machen. Erledigen. Das wäre einmal. Warte, ich muss mal gucken. Ich muss weiter unten bei Sonstiges gucken, glaube ich. So, nee, 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 nee. Nicht das aktivieren, sondern. Nee, das auch nicht. Einmal den Einwohnern von Ostmarsch helfen. Da habe ich schon 3 von 5. Ich weiß nicht wieso, aber. Irgendwie sowas. Und dann soll ich mir noch ein Haus in Windhelm kaufen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch direkt erstmal machen. Wenn das hier erstmal. Also das Hafengab befreien, erstmal zurückstellen, so ein bisschen. Und ja. Und ich stehe jetzt gerade vor dem Vogt von Windhelm, Yorlife. Und ich hoffe, der will mir ein Haus verkaufen. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Ja, ich würde. 12.000. Nett. Schmälert dann mein Portemonnaie um die Hälfte. Bitte Lol. sich herreißen. Es ist gefährlich da draußen. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Ja, dann hört ihr mal an, was ich zu sagen habe. Ich würde gerne dein Haus kaufen hier. Prächtig, derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Echt? Danke. Moment. Okay, ich nehme es. Darf ich mir das nehmen? Wunderbar, hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Wo ist denn das eigentlich, das Haus? Besuche Cherem, dein neues Haus. Okay. Dann gehe ich mal. Klingt gut. Spiel, danke. Legt euch an. Windhelm. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo mein Haus ist. Das will ich nämlich mal eben besuchen gehen. Ich hoffe, das ist schön. Das hat 12.000 Goldstücke gekostet. Und ich will nicht irgendwie eine Absteige dafür kriegen. Sonst hole ich die dunkle Bruderschaft. Ah nee, muss ich ja gar nicht. Ich bin ja selber Mitglied. Und dann krieg ich die aufs Maul. Dauert das immer aus Windhelm rauszukommen, ne? Das ist. Aus dem Palast der Könige zumindest. Okay. Ah, okay, es ging jetzt, aber. Anscheinend ist mein Haus da hinten irgendwo. Ist das jetzt aktiviert als Quest irgendwie? Ja, ist es. Gut. Wollen wir nochmal gucken. Na komm. Oder ist das der Fall der Cherem? Wow. Nice one. Find ich sehr nice. Hohohoho. Schön. Schön, schön. Ah, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von außen herrlich. Von innen, naja. Mal gucken. Wer war hier vorher drin, Alter? Massenmörder oder wie? Dem Staub nach zu urteilen, wurden sie wahrscheinlich vom vorherigen Bewohner zurückgelassen. Ach, ich soll jetzt nach Hinweisen suchen. Ja, deswegen sollst du dich aber nicht auf den Stuhl setzen. Ich muss eben warten, bis die FBI. Ja, okay. Ich wollte eigentlich nach Hinweisen suchen. Krug? Oh, jetzt habe ich den Krug genommen. Kleiderschrank? Dieser gut erhaltene Kleiderschrank wurde aus einem bestimmten Grund zurückgelassen. Okay. Untersuchen. In diesem Regal liegen noch mehr von diesen schlechter Steckbriefen aus der Stadt. Der Stapel sieht seltsam aus. Hütet euch vor dem Schlechter. Hütet euch vor dem Schlechter, dem Mörder, der die Straßen von Windhelm unsicher macht. Diese elenden Zeiten lassen jeden seine Tugenden vergessen. Werdet nicht zu seinem nächsten Opfer. Sucht Viola Giordano auf, wenn ihr verdächtige Umtriebe bemerkt. Okay. Okay. Kleiderschrank?
Ja, das hatten wir gerade schon. Falsch. Hallo. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Nee. Ich weiß nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Untersuchen. Dieser Altar wurde mit unbekannter Magie erschaffen. Sieht aus, als würde jemand Körperteile für einen grausigen Zweck verwenden. Tagebuch des Schlechters 2. Lang? Nein, gut, das lese ich dann doch. 17 Sehnen und gemischte Bänder. 173 Knochenfragmente für den Zusammenbau. Etwa 4 Eimer Vollblut, am besten Nord. 6 Löffel Knochenmark. Nicht mehr als 2 von Schenkel. Vom Schenkel. 12 Meter Fleisch, vor dem Schnitt. Stern lesen zum Rande des Eisverstands. Schaue die Lichter, bestaune den Seelentanz. Sie enthüllen die Zeit, da sich ein Funke entzündet. Wenn unter geschickten Händen das Verweste zusammenfindet. Übersetzung eines was? Altmeertextes. Gemäß der Interpretation der Eileiden und zuerst von den Altmeer übertragen. Autor und Herkunft unbekannt. Bald. What the fuck? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Gott. Kann ich die irgendwie wieder... Komm mal raus hier. Komm hier hin. Danke. Ach komm, lass mich mal... Kann ich auch irgendwie die Rückwand zumachen? Nein, geht nicht. Schade. Oh Gott, das ist ein riesiges Haus. Ein riesiges Haus. Aber hier muss noch mal eine Menge gemacht werden. Was? Was stand da gerade? Ich konnte gerade irgendwas untersuchen. Ja toll, jetzt trage ich wieder zu viel. Dann muss ich wieder was wegschmeißen. Das Eimer, zack. Topf, Krug. Da kann man nicht gebrauchen, da sonst. Gehen wir mal nach oben gucken. Oh, hi. Licht. Umgefallener Stuhl. Sehr leer hier alles. Der Stuhl wurde seltsam auf dem Bett platziert. Das frage ich mich aber auch gerade, warum das so ist. Ist hier noch irgendwas? Ne. Toll. Und nu? Ist ein Fass. Kann ich da reingucken? Ne. Schade. Muss ich hier noch irgendwas machen vielleicht? What the fuck? Einen Moment. Ne, es ist ja gar nicht mehr hier. Oder ist das irgendwo weit hier oben? Suche nach Hinweisen. Okay. Ich hab doch gerade gesehen, ich konnte da was. Spiel. Höher. Danke. Ich will keinen Krug nehmen, ich wollte das untersuchen hier. Oh, Funken, cool. Wow! Naja, okay. Kann ich das Blut nicht auf dem Boden untersuchen? Oh, hier ist noch eine... Ach, ich dachte schon, das ist die Tür. Ah, das ist nur eine Truhe. Den Spuren auf dem Boden noch nachzuurteilen, muss diese Kiste vor kurzem an die Wand geschoben worden sein. Hütet euch vor dem Schlechter 11. Tagebuch des Schlechters 1. Geh den Hinweisen aus Cherem nach. Okay, gut. Gut. Was? Was ist das denn hier? Ein Scheiß. Bibel des schönen Wohnens. Was ist das viel?
Komm schon, das sei. Okay. Hütet euch vor dem Schlechter, bla 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 bla. Ist dasselbe wie gerade. Ach, 11 Stück von diesen Zetteln waren da drin. Ach so, so war das gemeint. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe gute Quellen für Knochen, Fleisch und Blut aufgetan. Aber was Sehnen und Mark angeht, ist die Auswahl bescheidener. Egal, in der Stadt wimmelt es von verächtlichen Schwachköpfen, die niemand vermissen wird. Letzte Nacht wäre es mir fast gelungen, Susanna zu schnappen, als sie das Haus Kerzenschein verließ. So eine dämliche Wache tauchte genau im falschen Moment auf und ich musste kehrt machen. Nur ein kleiner Spaziergang und so weiter. Es wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben, doch der Augenblick rückt näher. Ich denke an meine Zeit in Winterfeste zurück. All die Geisteskraft, die sie da oben in ihren Türmen verschwenden. Sie erforschen lediglich die Magie, die sie bereits kennen. Ich entdecke hier eine ganz neue Magie. Etwas, das tiefer reicht als bloße Zauberkunststückchen aus Feuer und Licht. Diese Fleischmagie ist älter als wir. Vielleicht sogar älter als die Welt selbst. Ich zupfe an den Zipfeln des Stoffes, aus dem das Universum besteht, und dort, wo er sich wölbt und faltet, werde ich meinen größten Triumph schaffen. Noch ein Versuch, das Kerzenscheinmädchen zu erwischen. Sie ist ein bisschen zu vorsichtig, aber diese starken Gelenke, die sie besitzt, sollten die vorzüglichsten Sehen beherbergen. Die Mühe wert. Heute Nacht. Oha. Krasser Shit. Also ich werde das hier auf jeden Fall nochmal alles rausputzen. Sobald ich hier dem Schlechter auf Spur gekommen bin. Mache hier so gesehen Detektivarbeit. Ist hier irgendwas für mich, dass ich, gehe den Hinweisen nach. Ja toll, aber... Ich denke, ich werde jetzt erstmal ins Haus Kerzenschein gehen. Und, ja. Und werde dann mal gucken, was da so abgeht. Haus vom Clan Schmetterschild. Das sind alles so schöne Häuser. Aber nichts ist so schön wie mein Haus. Oh. Viola Giordanus. Nein, ich will das nicht ausschließen. Ich würde da gerne rein. Ich würde gerne mit Viola Giordanus sprechen. Das finde ich ganz nett eigentlich. Einen Moment. So. Ich muss immer warten, bis die FPS wieder ein bisschen hochgegangen ist. Und dafür kann man am besten das Menü aufrufen. Ah, wo wir schon mal hier sind. Nein, 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 nein. Sonst mache ich wieder zu viel in der Folge und zu viel durcheinander. Das ist nicht gut. Machen wir in der nächsten Folge, wenn ich mich dran erinnern kann. Ich will ins Haus Kerzenschein. Danke! Uhuhu. Vielleicht wissen die da etwas darüber, weil da war ja diese Frau immer drin und die wurde ja dann aufgemischt. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse anzubieten. Nee, Gedanke gerade. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Ja, schön. Besuche den Schrein von Azura. Oh, gut. Ich weiß nämlich schon, was ich denn bei dieser Quest kriege, bei der Azura-Quest. Dazu aber mal ein andermal. Aufenthalt wünsche ich und macht nichts kaputt. Nee, mach ich nicht. Ich will nur reden. Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Trauert eure Ehefrau? Unsere kleine Tochter ist vor kurzem gestorben. Ich konnte meine Tage mit starkem Met stemmen, aber... Meine Tova findet einfach keinen Frieden. Ich suche nach einem Amulett von Arkai, das meine Frau daran erinnern soll, dass unser Kind jetzt bei den Göttern ist. Ich hab eins. Aber ich finde keins. Ich hab eins. Wenn ich was finde, bringe ich es euch. Ich danke euch. Vergebt mir bitte. Ich muss aber gucken. Ich glaube, ich habe selber eins angelegt. Bin mir da gerade... Ja. Weil das die Gesundheit um 10 steigert. Ich glaube, ich gebe ihm das aber. Wenn ich was Besseres finde. Eigentlich nicht. Nämlich das Amulett von Talos als gebürtiger
Sturmhelm, Sturmmantel, was laber ich hier? Muss ich das Amulett von Talos tragen? Ich versuche immer noch mit dem Tod meiner Frau. Ja, meiner hier, Töchter, warte. Erst meine beiden Töchter. Hier ist ein Amulett. Ich hoffe, dass Arkai meiner Frau ein wenig Trost spendet. Danke. Hier. Ich bezahle meine Schulden immer. Okay. Was hat er mir gegeben? 800 Gold. Das geht doch. Betrachtet nichts im Leben als selbstverständlich. Deshalb. Nichts hält ewig. Hab ich gar nicht mit gerechnet, jetzt, dass wir da damit auch dieses Quest machen. Aber sehr schön. Kurz hier. Okay. Hier. Seid ihr ein Dunkelelfenfreund? Verschwindet aus unserer Stadt, dreckiges Gesindel. Mir gefällt eure Einstellung nicht. Ach ja? Hey, das ist unsere Stadt. Unsere. Oh, ich mag dich jetzt schon nicht. Ich kann es mit euch nicht aufnehmen. 100 Septime und ich befördere euch dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Ich knack schon mit meinen Händen. Abgemacht. Abgemacht. Nun gut. Nur Fäuste und auch keine Magie. Come at me, los, Bro. Los, zeigt mir aus welchem. Kraft den Schneehügel zu Boden. Alter, du machst keinen Schaden. Du machst keinen Damage, Junge. Ich bring dich um. Ich kann dich locker umbringen. Hier. Bam. Das war kein fairer Schlag. Deine Mama war kein fairer Schlag. Und jetzt? Ihr habt verloren. Gebt mir mein Geld. Hilft den Einwohnern. Gut geholfen übrigens. Ach, Leute. Jetzt muss ich ja meine Schwerter wieder anlegen hier. Nee, das muss dahin. So. Und zwar können wir schon mal zu Ulfric zurückkehren, da ich ein Haus habe. Aber ich will trotzdem nochmal Detektivarbeit leisten hier. Jetzt helfe ich den Bewohnern, indem ich hier ganzes Zeug klaue. Ich brauche, wie heißt's? Ich brauche Hinweise. Hinweise auf diesen komischen Schlechter. Hier ist aber niemand. Der, da, doch, aber... Der geht da gerade hoch, okay. Dann kann ich mir einen Trank hier schnappen. Das ist eine Schattenschrank. Nein, ich will nicht in den Schrank. Stell dich mal hin. Nein? Na. Verdammt. Oh. Gut. Oho. Sehr gut. Ich fange an meine Schulden. Also mit Schulden, das laber ich hier. Frostsalze kann man nur stehlen. Neues von der Straße, Hauptmann. Die Dunkelelfen sind beunruhigt. Auf den Straßen treibt sich ein. Willst du nochmal prügeln? Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Hast du Angst vor mir gekriegt? Geht mir aus den Augen. Oho. Wo ist denn die Frau? Hi. Ihr braucht etwas? Ich hoffe, das war. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ach so, das ist eine. Okay, dann noch nicht. Mhm. Das ist so eine Frau, die spielt Musik. Viola Giordano. Seid auf. Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist, fürchte ich um meine eigene Sicherheit. Hallo, ich will mit dir reden. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke. Oh Gott, klar, mit der, mit der ich sprechen will, kann ich nicht reden. Gehört ihr auch zu diesem Himmelsrand für die Nordtypen? Ich denke, dass hier alle willkommen sein sollten. Und da habt ihr auch recht. Zumindest was mich anbetrifft. Lasst euch nicht von Ulfric oder den anderen kurzsichtigen Nord aus der Fassung. Das habe ich nicht gesagt. Die meisten von uns heißen Neuankömmlinge gerne willkommen. Ich bin ein Sturmmantel. Aber dieser Dunkelelf nannte euch einen Kriegshelden. Ich habe im Warum auch immer. Krieg eine Menge Hochelfen getötet und bin nicht gestorben. Das macht mich wohl zu einem Kriegshelden. Der große Krieg. Er hatte nichts Großes an sich. Auf beiden Seiten gab es Tausende von Toten. Und was haben wir damit erreicht?
Haben wir das Kaiserreich wirklich gerettet? Oder haben wir nur die Saat für Ulfriks Aufstand gelegt und für einen weiteren Krieg? Wohl wahr. Sichere Reise, Schwertbruder. Meine Schwester und ich. Der hat nichts zu sagen. Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. Nee, ich hab's selber gut. Was schreibt ihr denn? Ich schreibe Dramen, mein Freund. Die Legenden und die Geschichte von Himmelsrand als spannende Anregung. Aha. Aha. Mir ist der Krieg ziemlich. Was ist denn hier? Ah, hier geht's raus aus dem Balkon oder so. Wer weiß? Nee. Was ist das für eine Quest jetzt? Ach so, kehre zu Ulfric zurück, ja. Ich bin es aber noch immer noch ein bisschen komisch hier. Ich würde gern wissen, hast ich du was? Ich habe schon viel von euch. Die Dunkel nehmen ihre Gebräue gerne im Neuknieses-Club. Hast du was? Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantler. Ihr nehmt ein Goldstück, ist mir egal, warum. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz sehen. Ich weiß nicht, was du hast, aber... Bis zum nächsten Mal. Bitteschön. Ärger oder so? Hallo? Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Hi. Ich bin nicht nur einfallsreich, sondern auch das... Ich respektiere Ambaris Render ja sehr. Renn doch nicht weg. Ansichten sind etwas extrem. Ihr wohnt im grauen Bezirk? Ich bin Dunkelelf und lebe in Windhelm. Also ja, ich lebe im grauen Bezirk. Ihr müsst hier neu sein, sonst wüsstet ihr, dass man meinem Volk niemals erlauben würde, außerhalb dieses Elendsviertels zu leben. Okay. Lebt wohl, Freund. Da kommt noch eine Dunkelelfin. Warum rennt er denn so dumm? Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile drüben in Windhelm. Arons Residenz. Was ist hier? Zadris... Kann ich hier vielleicht hier meine Sachen verkaufen? Jeder etwas. Sagt Bescheid. Meine Waren sind alle rechtmäßig. Was ich von manch anderen nicht sagen kann. Hier wurde nichts gestohlen? Gar nichts? Natürlich ist hier nichts gestohlen. Nur ein nachlässiger, schändlicher, hirnverbrannter Idiot würde so dumm sein, Diebesgut zu kaufen. Bei Azura. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, einen Goldring zu kaufen. Und Viola Giordano vermisst einen Ring, der genauso aussieht. Hoho. Ich könnte den Ring für euch zurückbringen. So einfach ist das nicht. Sie würde zum Jarl gehen, wenn sie wüsste, dass ich nur entfernt etwas damit zu tun hätte. Ihr müsst ihn ihr irgendwie anders zukommen lassen. Das ist gefährlich, aber wenn ihr den Ring heimlich in ihr Haus bringt und vielleicht in eine Kommode legt, werde ich es euch vergüten. Okay. Lasst euch nicht von Viola in ihrem Haus erwischen. Bringt was habt ihr zu verkaufen? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Hat er irgendwas, was ich gut verkaufe? Also, eine Menge Zeugs. Ring der nice. Steigert die Ausdauer um 40. Taschendiebstahl 25% verbessern. Okay, ich kann mal gucken, was ich hier so verkaufen kann. Habe ich jetzt... Ja, ich habe was angelegt. Das Amulett von Talos. Ja, ist okay. Haben wir alle kein Geld, ey. Schaut mal wieder vorbei. Mach ich. So, dann gehen wir jetzt noch eben zu Ulfric und dann werde ich, glaube ich, die Folge hier auch beenden. Hi. Ach, mit dir habe ich schon geredet. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir damit zu die Eile. Scheint wohl nicht so, als ob wir heute irgendwie dafür sorgen könnten, dass wir den schlechter finden oder so. Schade drum. Vielleicht weiß Ulfric oder der Vogt irgendwas darüber. Ich glaube, ich rede nochmal mit denen kurz. Man muss es doch irgendwas geben. Also, als ob niemand hier Ahnung davon hätte. Jorlife, hast du vielleicht eine Ahnung von davon irgendwie? Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Nee. Möget ihr sich erreißen. Es ist gefährlich da draußen. Oh, aus Versehen die Maus nach oben gezogen. Hast du was? Nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Das ist immer schön zu hören. Aber trotzdem, ich brauche gerade keine Kaiserlichen, die tot sind, sondern
gute Informationen über den Schlechter, damit ich der Geschichte meines Hauses auf den Grund gehen kann. Hi! Verdammt, sei Tullius. Er hat Männer in Rift eingeschleust. Es ist gefährlich, Kaiserliche in der Nähe der Südgrenze von Ostmarsch herumlungern zu lassen. Oh. Ich habe eurem Volk geholfen, ganz wie ihr mich gebeten habt. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Ostmarsch. Glückwunsch. Dankeschön. Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde meine Wachen ebenfalls von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Cool, cool. Wacht über euren Bruder und er wird über euch wachen. Huskarl, also kann ich... Ja, ich trage zu viel. Hä? Gerade konnte ich doch noch gehen. Ist nicht wirklich viel wert. Gerade konnte ich noch laufen, wie süß. Ich brauch den nicht, ganz ehrlich. Vielleicht habe ich aber irgendwas, was weniger wert ist. Das Ding brauche ich noch. Ja, dann... Okay, dann werfe ich einfach mal hier die... Axt von Ostmarsch weg, die brauche ich nicht. Ja, somit bin ich nun offiziell Tane von Windhelm. Kann ich ein bisschen was durchgehen lassen hier von den Wachen. Also wenn ich mal jemanden bestehle und der sollte es merken, dann... drückt die Wache hoffentlich ein Auge zu bei mir. Ja. Sturmwinde sind im ganzen Land siegreich. Ich will die Folge nicht schon wieder hier beenden. Nicht so wie letztes Mal. Werden wir es in unserem neuen Haus beenden. Wenn ich es wiederfinde. Ich hoffe doch. Jetzt rechts, soweit ich weiß gleich. Oder? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, ich bin falsch. Ich gehe einfach mal hier lang, ich weiß nicht genau. Nee. Ich habe mich schon verlaufen. Ach, egal. Ach, hier bin ich... Okay. Okay. Kann ich noch irgendwas schmelzen? Nein. Okay, dann würde ich sagen... Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich werde dann nochmal... glaube ich, offscreen gucken, dass ich irgendwie Informationen zu dem Schlechter kriege oder so. Und ich melde mich dann in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal.